Da sind wir wieder. Hallo. Und ich habe gerade noch einen Hasen gefangen. Den schmeiße ich jetzt mal ins Feuer. Warte. Ich habe nämlich absoluten Hunger und ich verhungere gleich. Ja, mit welcher Taste lege ich den hier denn? Achso, mit C. Okay, so, jetzt ist der Hase da drin. Mit dem kleinen Speer gefangen. Sag mal noch mal ganz kurz, was muss ich mit dem Speer kombinieren, damit da irgendwas passiert? Knochen, drei Knochen. Habe ich irgendwo welche? Die liegen im Knochenhalter, ganz viele. Warte. Eins, zwei, drei, ja. Und Stoff. Das rote Zeug. Ah ja. Zack, so. Und mit irgendwas kann man den noch weiter kombinieren, weil da ist das Zahnrad erst halb gefüllt. Ach, warte mal, und dann, er zeigt mir ja dann, was ich brauche. Ach, das ist ja cool. Dann kannst du noch ein Burning Spear daraus machen quasi. Ja, oder eine vergiftete Waffe. Ja. Dafür braucht man, aus Reh kann man doch noch diese Bärentasche machen irgendwie, ne? Aufheizender, verbesserter Speer. Ist das ein Burning Spear? Ich glaube, das ist aufheizend auch. Aufheizendes Speer. Wir müssten diese Falle fertig kriegen, damit wir die, die Dings bauen können. Du. Was denn? Ist fast fertig. Echt? Ach, tatsächlich, 14 Dinger noch. Ich hol mal die Stämme und leg die mal ein bisschen näher hier ran. Für sie unterwegs, wie die BVG. Beziehungsweise, wir haben doch hier unseren tollen Wagen. Da kann ich doch. Ich fahr mal Stämme einkaufen. Ich war ja, ich habe noch so viele Geschichten, auf die ich erzählen wollte, aber ich war ja zum Beispiel auch letzte Woche 4 Tage in Berlin. Ach, was hast du da gemacht? Ich bin jetzt mal ins Prüfer bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Das ist quasi die USK fürs Fernsehen. Okay. Und was hast du da gemacht? Was hast du Film quasi und Serien geprüft? Was ich geprüft habe, darf ich nicht. Unterhaltungswert geprüft? Ach, das wäre schön. Nee, tatsächlich auf Jugendschutz. Also das deutsche Fernsehprogramm. Ist deutsche Produktion oder englische Produktion? War unterschiedlich. Es waren 2, 3 deutsche Produktionen dabei. Ein so ein klassischer Fernsehfilm abends. Mhm. Den hätte man für Logiklücken und absoluten Unsinn hätte man den auch bewerten können. aber tatsächlich, was wirklich, ich habe es letztens einmal schon kurz erzählt, da war es aber schon sehr spät, deswegen ist es jetzt sehr spannend. Man sitzt da halt in so einem Prüfgremium, es gibt ja bestimmte Reglements im deutschen Fernsehen, was wie geratet wird und so, was es da für problematische Ängstigungsdimensionen und so weiter gibt. Und, das ist ja falsch. Auf jeden Fall saß ich da mit Leuten aus ganz verschiedenen Arbeitsbereichen. Ich saß dann halt als Pädagoge. Und der skurrilste Moment war, ich sitze da in Berlin und komme da an meinem zweiten Arbeitstag hin. Am ersten gab es irgendwie eine Serie und einen Film irgendwie, es war sehr cool. Also 3 Folgen von der Serie und einem Film, das war mein ganzer Tag. Und da meinten die so, ach, ja schön, für deine erste Prüfwoche, ja, dann kannst du jetzt mal direkt die ganz klassische Arbeit sehen. Ich so, okay, dann haben wir schön 2,5 Stunden einen Softporn. Nein, du sitzt da in einem Arbeitssetting, 6 erwachsene Menschen, quasi in einem professionellen Kontext, in einem Seminarraum auf einem großen Fernseher mit Dolby und guckst schön in Softporno und überprüfst, ob das Pornografie ist. Weil Pornografie was würde denn Pornografie zählen? Was offene würde man Wunden. Sehen? Was? Offene Wunden, wie es in Full Metal Jacket heißt. Also quasi eindeutig sichtbare Geschlechtsteile, die im Akt sind. Also du kannst halt schon eine FKK-Doku angucken, wo mal ein schlaffes Glied ins Bild hängt oder Horror kannst du ja auch sehen. Ja. Aber halt wirkliche Action kannst du nicht sehen. Und dann, das sind halt, weißt du, diese Softpornos wie früher. Naja, Emanuel und so. Genau, so ein Kram. Und die sind halt. Sind die heute extra so produziert? Werden die immer noch, erst Nummer 1, werden die noch produziert und sind die immer noch mit Story oder wie sind die heutzutage? Also sind die so wie dann auf 1 Live oder was ist das irgendwie? Auf 1 Live, der Radiosender? Nee, oder 1, dieses Sportdings, da ist doch dann nachts dann mal Live. Ein bisschen neu, irgendwie so mal so ein Programm. 9 Live heißt der, ja. Es gibt, das ist im Nachtprogramm quasi. Sind die noch, ich meine, so diese Emanuel-Filme und so, die waren ja durchaus. Oh, warte mal, jetzt habe ich gerade Blut bekommen. Warum habe ich jetzt Blut bekommen? Ich glaube, ich sterbe gerade vor mich her. Ich leg mich mal kurz schlafen.
Sport 1 gibt's, 9 Live gibt's, genau, aber also die laufen im Nachtprogramm, aber tatsächlich ganz viel von dem Zeug wird geprüft für Beate Use TV. Ja. Das ist ein Sender von Sky. Ah, der okay. Ist da irgendwie in dem großen Abo mit drin. Ja. Aber ja, es ist halt schon noch normales Fernsehprogramm und deswegen. Oh Scheiße, ich sterbe gerade vor mich her. Oh nein, was hast du? Oh nein, ich bin, glaube ich, verhungert. Ich bin vor mir hergestorben. Ich stell dich wieder hin. Geil. Aber hast du noch irgendwas zu essen? Ich brauche echt irgendwas zu essen. Warte, hier ist ein Vogel, den kann ich grillen. Nein, ich habe ihn nicht gekriegt. Shit. Kinder, ich sehe das auch. Irgendwie sind die Subscriber-Icons gerade kaputt. Normalerweise sind da Tassen. Ich weiß nicht, Twitch bin ich gerade. Warte mal, ich will mal einen Speer hier haben. Ein Burning Spear. Haben wir mal einen Hasen gefangen oder sowas? Okay, im Flug kann man Vögel scheinbar nicht fangen, habe ich das gesehen. Hier sitzt einer, Moment. Kackvogel! Wie komme ich denn an den Hasen jetzt ran? Achso, warte mal. So, und dann... Kannst du das Feuer nochmal kurz anmachen? Ja, ja. Hast du den aus dem Käfig? Ja. Achso, dann pack den doch... Also hast du den aus der Falle? Weil dann können wir den, glaube ich, züchten, wenn du den in den Käfig steckst. Aber wir haben keinen, Käfig? Ne? Nee. Nee, dann müssen wir... Warte mal, dann baue ich gerade einen Käfig. Ich krieg die... Mit dem Speer kriegt man die Vögel nicht tot. Warte mal, dann packe ich den aber nochmal zurück in die Falle. Wenn das geht. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier den... Ha, ich hab einen Vogel! Jetzt gibt's was zu essen. Ich muss ein bisschen drunter ziehen. Ich grill dir mal einen Vogel einfach, ne? Hier, da kocht was. Ich habe auch schon wieder ganz schlimm Hunger. Moment, ich baue das gerade mal. Okay, dann backt er gerade was. Wo baust du denn jetzt hin, den Käfig? Hier oben irgendwo. Ich gucke, wo wäre das denn? Trockengestell. Hasenkäfig da. Ach, der kostet nur 13. So, jetzt aber zurück zum Porno. War er denn gut? Nee, es war fürchterlich, weil nämlich gerade hier. Also war auch keine schöne Geschichte dabei, oder wie? Ja, ich fasse es gleich nochmal zusammen. Wie gesagt, ich darf nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, ist ja logisch. Aber was das war und war hin und her, weil die Prüfung natürlich vertraulich ist. Und natürlich, also ich hab auch Sachen gesehen, die sind so auch noch nicht. Also es sind ja quasi Rohschnitte teilweise und so, ist ganz spannend. Ich mach gerade den Hasenkäfig fertig, dann erzähle ich das weiter. Ich habe den Hasenkäfig schon mal fertig gemacht. Okay, hast du den jetzt reingesteckt? Ja. Und geht's dem jetzt gut da drin? Ja, wahrscheinlich müssen wir eben noch ein Frauchen dazu packen. Okay. Und dann. Und dann vermehren die sich hoffentlich. Ja. So, ich brate mir mal hier einen Hasen. Da ist schon einer drin. Kannst schon direkt rausessen. Also eigentlich ist den habe ich doch reingelegt gerade eben. Ich hatte ein Stück Fleisch aus dem Vogel da reingelegt. Echt? Ist das das Essenssymbol oder was ist das? Okay, ich verdurste jetzt. Das ist natürlich doof. Ich meine, man hätte früher trinken können. So, ich wollte uns hier nämlich eigentlich noch eine schöne Veranda hinbauen. So, warte mal. Da. Ich weiß nicht mehr, wie Pfeil und Bogen geht. Die Story der Pony. Ja, ich weiß, sorry, ich muss. Aus seichtem Gewässer kann man trinken, okay? Da steht, ich habe Durst, ich habe nicht genug saures Wasser. Genau, aber hier oben ist so was Quelliges, vielleicht kann man daraus trinken. Ich guck mal kurz. Hier, das sieht was ein bisschen schade ist, es gibt keine so Undock-Option. Kannst du mal kurz gucken, wenn ich jetzt hier hinbaue, ist das halbwegs auf einem Level? Ich kann es leider nicht sehen. Achso, das siehst du nicht, solange ich es nicht hingesetzt habe. Das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ja, es gibt ja ganz viel, was... Ganz viel was? Es gibt ja ganz viel, was scheinbar nur also beim Client berechnet wird, ne? Also die Tiere sind ja auch nicht bei uns beiden zu sehen. Ach so, meinst du? Nee, ich meinte jetzt eher, dass es halt blöd ist, dass die nicht andocken, die Sachen.
Achso, ja, das ist auch stimmt. So, weil dadurch kriegt man halt keine so richtig schönen Bauten hin, weil man das immer nicht aus der Perspektive sieht. Obwohl, das geht sogar noch. Schau mal hier. Das ist sogar noch halbwegs in Ordnung. Oh ja, die Veranda ist schön. Ich wollte gerade mal gucken, ob man... Hier läuft ja Wasser. Achso, das kommt einfach aus dem Berg. Weil wir haben nichts zu saufen. Das ist echt ein Problem. Ja. Ich sag mal so, falls du irgendwo eine Schildkröte jagen willst und ich sehe das nicht, würde ich ja vielleicht nicht wissen, wo die her ist. Vielleicht war die ja schon tot. Okay. Die habe ich gekauft im Souvenirshop. Genau. Oder vielleicht hat die irgendwie Selbstmord begangen oder so. Die hat das gespendet, den Panzer. Die brauchte die nicht mehr. Ihr war zu warm. Scheiße, das ist jetzt zum Beispiel zu niedrig. Das ist echt ein bisschen, das ist ein bisschen doof. Beim Bauen. Oh, Fische. Dass ich jetzt, ich kann jetzt nicht erkennen, ob das auf einer Ebene ist. Das ist doch scheiße. Warte mal, ich versuch's mal von oben. Ich habe gerade zwei dicke Fische aus dem Teich geholt. Das ist doch gut. Gut für dich. Und vor allem die Animation ist geil. Du stichst richtig in den rein und dann hängt er da auf dem, hängt er auf dem Speer rum. Das gefällt dir wieder. Da kommt der Pädagoge in dir raus. Schön reingestochen. So. Apropos reingestochen. Ja, ich saß da also mit 6 erwachsenen Menschen und wir haben diesen Film angeguckt. Und die Story war eine Katastrophe. Also die haben da wirklich Story reingebaut, so nicht so Alibi-mäßig natürlich. Ja. Die war halt strunzdämlich und es war wirklich immer nur so... War so ein bisschen lustig Minute, wenigstens irgendwie? Nee, eine Minute ein bisschen Gelaber. Ja. Aber das Geile war, der Film ist auf Englisch gedreht worden. Das heißt, sie haben Englisch gesprochen, aber... Moment, ich muss kurz werfen. Ah, oh, so close. Weil, oh, ich hab erwischt. Haben sie auf Englisch gesprochen und auf Deutsch gestöhnt? Nee, tatsächlich haben sie auf Englisch gesprochen, das hat man gehört. Aber da ist einfach eine deutsche Synchro drüber gequatscht worden. Okay. Und du hast das Original im Hintergrund noch leise gehört und die deutsche Version wurde dann einfach da drüber gequatscht. Und das war total schräg. Und da kann ich jetzt mal sagen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe dadurch ja schon Recherchen betrieben. Ganz am Anfang war so eine Szene, wo jetzt mehrere junge Frauen beteiligt waren und kein Herr. Ja. Und ich habe echt gedacht, ich wäre in so einer Robbenaufzuchtstation. Ja, warst du schon mal echt dabei? Vielleicht klingt das so. das weiß ich nicht. Weiß der nicht? Was wissen wir Jungs denn von sowas? Ich habe letztens einen YouTube-Kommentar unter einem Sims-Video gehabt, wo jemand auch sich darüber geäußert hat, dass ich bei Sims hat mein Sim ja nur so viel Sex, damit ich mein eigenes verkapptes Sexleben irgendwie kompensieren kann oder so. War sehr böse. Ich hab mich bedankt übrigens. Mich wollte letztens auch jemand unter der ersten Ghost Recon Narcos-Folge wollte mich irgendwie jemand zum, und das fand ich ein bisschen komisch grammatikalisch, zum größten Schwuchtel der Welt erklären. Schon wieder? Müsste das nicht eigentlich sein, zur? Ist Schwuchtel nicht eigentlich, ist das, man sagt, Schwuchtel ist doch nicht männlich, das Schimpfwort. Ist die Schwuchtel? Ja. Das ist ja noch, das steckt also, ja noch. Also er drin. Hat es auch grammatikalisch falsch gemacht. Nein, und dann meinte ich aber, ich fand es ja sehr nett von ihm, dass er mir diesen Preis verleihen wollte, aber das kann ich eigentlich nicht annehmen, weil, also ich finde da, so groß bin ich nur auch wieder nicht. Also so gut bin ich so, also nicht zu viel der Ehre. Da haben sich andere Leute durchaus, die sind ja viel, viel engagierter da in dem Bereich. Ja, also das fand ich unangemessen. Für mich so. Habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Habe ich dann irgendwann ausgeblendet, weil er zunehmend aggressiver wurde. Das mache ich ja bei mir auf dem Kanal, rigoros. Also wer da irgendwie frech wird, und gerade auch beleidigend wird, auch anderen Leuten gegenüber, wird halt ausgeblendet. Ja, warum? Es gibt genug Platz im Internet, wo sie ihren Hass verteilen können. Müssen sie nicht unter meinen Videos machen. Ich habe dem Typen, also der hat wirklich einen ellenlangen Kommentar geschrieben und mich auch ganz persönlich angegangen. Hat gesagt, ich hätte einen ungepflegten Federbart. Ich kannte das Wort Federbart gar nicht. Das kann ich jetzt auch nicht. Guck, und dann habe ich dann noch geschrieben so, vielen Dank. Da hast du dir aber sehr viel Mühe gegeben, ein so langer Text und dann auch noch so persönlich. Kuss, Miley. Ich bin sehr gespannt, ob er das gut fand oder nicht. Bestimmt. Hat er sich nicht gewendet.
Was Stimmt. ist ein Federbart? Ich weiß es nicht. Ich habe offensichtlich einen. Seid ihr froh, dass du einen hast? Manchmal muss man einfach mal annehmen, was man hat. Ja, du, ich. Einfach mal dankbar sein für die Dinge, die man hat. Diese Jugend. Keine Dankbarkeit mehr. Ah, wir hatten doch früher gar nichts. Die Falle neu aufstellen. Nachdem der Hase da raus ist, muss man ein Stöckchen haben, um die wieder scharf zu machen. Meine Fallen sind immer scharf. Ne, jetzt hier, guck, und... Klack! Jetzt ist die Falle wieder scharf. Jetzt müssen wir da nur noch ein Häschen reintreiben. Ah, so, Freunde. Lebt der Hase im Stall da? Ich weiß nicht, muss man den am Leben halten? Also muss man da was machen? Der sitzt da drin, dem geht's gut. Alter, hier sind 1 Million Vögel, ne? Was ist das? Ach, das ist der Karren, achso. Federbart, die bei männlichen Trappen am Hals hängenden Haarbüschel. Und das fand er nicht so gut, oder wie? Weiß ich nicht, weil hat das gegen das Bartgesetz verstoßen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, das kann ja schnell mal passieren. Also. Ja. Da denkt man sich nichts Böses bei und dann zack, schon wieder gegen das Bartgesetz verstoßen. Zack, Federbart. Hast du nichts. Ja, es war auf jeden Fall wirklich, wirklich schräg. Und die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Also das habe ich dann auch gelernt. Das sind ja so Sachen, das weiß man ja nicht. Das ist halt auch echt ein spannender Arbeitsbereich. Ich hatte immer gedacht, dass Softpornos so als Abfallprodukt von Hardcore-Pornos entstehen. Das weißt geht du? Doch wahrscheinlich drehen, gar nicht, oder? Die drehen halt die Szenen dann mit zwei Kameras oder schneiden ja, das halt entsprechend. Ja, weißt du, ja. Dass du dann halt kein... Meinst du, das geht? Übrigens, ne? Ja, das ich auch, mehr oder weniger. Ich habe noch eine Soda übrig. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier an was zu trinken kommen. Vielleicht müssen wir mal irgendwie... Ich kann Alkohol trinken. Kann man nicht mit der Rehhaut sich ein Dings irgendwie bauen? Oder sich... Warte mal. Ja. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Warte mal, jetzt habe ich ein... Was ist das denn jetzt hier, was ich hier gebaut habe? Schau mal, ich habe jetzt hier aus 2 Hasenfellen was gebaut. Ein Beutel. Oh, das kann benutzt werden. Nee, der ist, glaube ich... Ach, scheiße, der ist zum Bären sammeln. Ja. Aber warte mal, ich habe ja noch die Echsenhaut. Ah ne, da baut man eine Tarnrüstung mit. Das ist also nix. Jetzt habe ich auch einen Beutel, das stimmt. Eine handgemachte Keule könnte man bauen. Wie legt man eigentlich Sachen wieder weg? Ich habe keine Ahnung. Also mit Mit G. Du hast Durst. Finde sauberes Wasser. Also hier ist ja, guck mal, hier ist so eine richtige Quelle. Oder davon kannst du nicht trinken, oder wie? Nee, irgendwie nicht. Also das sieht ja schon viel sauberer, kann doch Wasser nicht sein, als wie das hier rauskommt. Eigentlich nicht. Also aus einer Quelle sollte man, da sind die Chancen gut, dass es verhältnismäßig sauber ist. Kommt direkt aus dem Stein. Achso, man braucht den einen Stock wieder, um die Falle quasi aufzustellen. Jetzt sehe ich auch, wie das optisch aussieht. Ja, genau, das habe ich jetzt gemacht. Was übrigens ein bisschen komisch ist, wie spät erst die scharfen Schatten von Objekten eingeblendet werden. Das ist ja auch ein bisschen. Komm mal mit zum Flugzeug, vielleicht können wir. Ja, wir suchen gleich eine Schildkröte oder so und einen Wasserspender. Irgendwas brauchen wir. Ein Teich oder ein Fluss geht scheinbar auch zum Trinken. Aber wir sind doch hier an einem Fluss. Ich meine, warum haben wir das hier hingebaut? Und das ist scheinbar eine. Vielleicht ist das zu sehr am Meer. Aha. Ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt okay, also seit den 90ern wird das nicht mehr gemacht, dass Sachen Hardcore und Softcore gleichzeitig gedreht werden. Das war bei Black Emmanuel, ist da ein Klassiker, das lief bei Vox mal aus, da sehen fast ungeschnitten. Ja, dann ist das nämlich tatsächlich meinen lieben Kollegen von der... Oh, hier ist ein Teich. Zählt aber auch nicht für zum Trinken. Achso, also das gab's früher. Ah, hier. Geil, komm mal zu mir. Siehst du, wo ich bin? Warte mal, ich muss mich um den Nachbarn kümmern. Okay. Was jetzt passiert? Oh, mir ist schlecht. Ich hab vergessen. Tropenfische im Süßwasser. Also es gibt auch tropische Süßwasserfische, aber das hier sind sehr nach. Oh, jetzt. Wow. Hier kommt die ganze Familie.
zwei Typen, eine Frau, zwei Typen. Das ist wahrscheinlich auch eine Szene aus deinem Film da. Oh, hier ist. Sind die? Hier ist einer mit der Keule. Die sind da oben auf dem. Nee, die sind bei mir direkt. Familie entdeckt. Aua, aua! Ich hab noch eine andere Familie entdeckt. Die Schweinepriester. Ich hab aus Versehen ein Kaninchen getötet. Hier, der mit. Oh Gott, der hat so Buga-Buga-Klo. Oh, hier ist eine Höhle übrigens. Hier können wir runter. Ja, warte mal, ich muss mir erstmal kurz um die hier kümmern. Hier, wo werde ich das mal? Über bei dem Schwein, der so rüberragt. Ich komm zu dir. Ich habe aber auch nicht. Aber schöne Frisur hat sie hier. Oh, wo ist sie hin? Hallo. Hä? Das ist eine Eidechse. Hinter dir kommt eine Buga-Buga-Frau. Ja, ach siehst du, man muss das Fleisch auch noch mitnehmen von den Leuten. Nimmst du jetzt die Leiche mit? Hier irgendwo war aber noch eine normale Leiche. Die ist aber nackt. Die ist aber nackt, was ein Satz, ey. Ja, sie hat sich jetzt aber was Rotes angezogen. Nimm mal deinen Speer. Ja. Und dann komm mal hier hin. Komm mal hier zu mir. Ach, die lebt schon wieder. Ich poke sie mit meinem Stick. Aber geh mal hier hin. Geh mal hier hin und guck mal die Fische an. Ja, Alter, ich guck dir erstmal hier die nackte Frau an. Ach so, ich weiß ja nicht, wie deine Prioritäten so sind, aber. Fische? So, jetzt komm mal bei mich. So. Wo hast du nur deine Leiche abgelegt? Hier. Ach, schau mal, jetzt ein Fisch. Komm mal, und jetzt nimmst du den Speer hübsch. Und piekst den. Ich habe ja die Leiche dabei. Warte mal. Und dann kannst du den da runterpulen, siehst du? Alter, hier sind ja 1000 Fische. Dann darfst du aber immer nur 3 tragen, glaube ich. Wegen Naturschutz und so. Okay, es gibt irgendwo einen Kessel, den müssen wir aber finden. Ja, den hatten wir, glaube ich, auch schon mal. So, aber um die Geschichte abzuschließen, also du fährst jetzt öfters nach Berlin, um Pornos zu gucken. Habe ich das jetzt richtig? Genau, 3-4 Mal im Jahr habe ich jetzt Prüfwoche. Ich bin dann immer eine ganze Woche da. Und dann gucke ich jeden Tag so 3-4 Filme. Und unter anderem auch Erotikzeug. Ja, auf jeden Fall, das war sehr, sehr schräg. So, und jetzt meinte gerade jemand, auch bei deutschen Produktionen, Liebesgrüße aus der Lederhose oder Heidi Porn, waren eigentlich Hardcore-Produktionen, die dann teils mit aberwitzigen, sauberen Loops nachts bei RTL oder Sat.1 lief. Und das, was wir jetzt geguckt haben, das war einfach definitiv als Softporno gedreht. Also wir haben dann da die Truppe, mit der ich da saß, die waren auch ganz cool so. Also die waren ganz witzig. Und die haben halt auch gesagt, das ist halt, irgendwann gewöhnst du dich da halt dran. Also was heißt, du gewöhnst dich dran, aber das ist halt, du musst den Scheiß halt öfter gucken, so, ne? Ja. Das war echt richtig absurd. Also teilweise haben die trocken gebumst, ne? Also, wenn du genau hingeguckt hast, konntest du sehen, der Typ hatte die Hose noch an. Ach so, und das war so witzig. Die Vorstellung, stellst du dir vor. Weil das hat man ja schon früher in diesen Emanuel-Filmen oder so gesehen, dass das ja eigentlich gar nicht so richtig echt war, in manchen zumindest. Ey, und die haben wirklich, das war so absurd, ne, teilweise. Weißt du, die machen da riesen den Aufriss, ey, und stöhnen sich ein zurecht. 25 Minuten teilweise, die Sex. 25 Minuten so eine Sexszene. Die machen ihre Arbeit. Ne? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, 25 Minuten so eine Sexszene mit Gestöhne und Geknatter und Geschrei. Und 20 Minuten davon hat der Typ die Hose an und schubbert sich halt quasi an der Alten hinten. Und die rastet total aus. Sie ist halt die ganze Zeit oben. Ja, Mensch, die Liebe ist noch ganz frisch und sie sind noch so aufgeregt. Und da gehen die Gefühle mit ihnen über. Hallo? Ach, das ist ein bisschen Emotionen hier von deiner Seite aus. Da ist man halt noch, da ist jede Berührung ist so intensiv, weißt du? Ja, vor allem, ne, überleg mal, so ein Teenager-Typ, ey, der macht das aber nicht 25 Minuten bei so intensiven Berührungen. Ich fürchte nicht. Also für sie tut mir das leid, aber ich schaue euch mal kurz ein Kanönchen in unsere Falle. Ich baue uns jetzt noch was Schönes. Hast du übrigens gesehen, wie schön ich unser Haus schon ausgebaut habe? Nee, ich gucke mir das gleich an. Ich will gerade ein Frauchen fangen für. Aber wie rum ist denn.
Wo ist denn die vordere Seite? Nee, Moment, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich jetzt hier... Ist auch so ein bisschen The Sims hier. Hier ist Lego. Nee, das ist doch falsch rum. Moment, also... Zack. Oh, ich glaube, jetzt kommt Sturm auf. Stormy Daniels. Ah, verdurstest du noch? Dann zeige ich dir, wo ich Wasser gefunden habe. Ich verdurste noch tatsächlich, ja, warte mal. Dann komm mal mit. So, Flaco fragt gerade, ist das wirklich so gemischt? Würde es nicht Sinn machen, wenn genre-spezifische Tester genommen werden, damit sie die Abstufung in den Bereich besser einschätzen können? Nee, eben nicht. Das ist ein ganz breiter Querschnitt, also auch Leute aus ganz vielen verschiedenen Bereichen irgendwie. Die kennen natürlich das Reglement, aber es geht eben darum, das ist mir auch schon aufgefallen, man muss da echt ein bisschen gucken, wenn du dir vorstellst, du guckst jeden Tag solche Filme, dann fallen dir irgendwann Nuancen nicht mehr auf. Also es ist schon gut, wenn da ab und zu frische Leute reinkommen. Das ist schon Absicht. Also man gewöhnt sich quasi dran, ne? Also das ist jetzt nicht... In der Medienwirkungsforschung jetzt so zu so Gewalttheorien und so, da gibt es den Gewöhnungseffekt gibt's in dem Sinne nicht, aber wenn du halt den ganzen Tag so einen Scheiß guckst, dann... Also auch die, ich kenne ein, zwei Kollegen, die haben früher bei der BPJM gearbeitet, da hast du dann aber richtig Spaß, ne? Wenn du dann guckst du nämlich nicht Erotikfilme, um zu gucken, ob das Pornos sind, sondern du guckst Pornos, um zu gucken, ob die verboten werden müssen. Ach du Scheiße. Das ist halt richtig, richtig crazy. Franz simuliert Otto Normalverbraucher? Ja, nicht unbedingt. Also ein bisschen Expertise braucht man schon, damit man da arbeiten darf. Aber E-Mail Sami, komm gut ins Bett. Müsst ihr euch eventuell mal einen Film oder eine Folge zweimal ansehen oder würden dann nur Szenen wiederholen? Nee, dann wiederholt man nur Szenen. Jeder schreibt sich Zeug auf, also man guckt das nicht vom Platz an. Franz, komm mal kurz mit, da zeige ich dir das Wasser. Warte, ich will noch schnell das eine Ding hier fertig bauen. Cool. Was denn? Ich hab Obwohl ich bin ihn. Eigentlich ich bin eigentlich total Hallo, schlecht drauf. Hallo? Warte. Mir geht's eigentlich richtig schlecht. Ich brauche tatsächlich was, aber ich schmeiß die Steine hier noch rein. Ja, dann komm mit. So. Merle, dann komm gut auf uns. Ach, gut. Ich hab auch gar keine Dings mehr, keine Ausdauer mehr. Ich sehe auch überhaupt nichts. Aber dass man hier tatsächlich von der Quelle nicht trinken kann, ist schade. Aber ich habe was gefunden, wo wir trinken können. Ich muss auch gestehen, ich finde das Spiel, es wirkt auch, also klar, es ist jetzt vielleicht ein bisschen runder, manche Sachen, aber ich finde, es sieht und wirkt immer noch sehr wie so ein klassisches Early Access Spiel. Also es ist so ein, also ich habe nicht irgendwie so richtig, es wirkt irgendwie nicht fertig. Ich weiß nicht, was ich als fertig empfinden würde, aber das ja, ist halt es so. Ist schon, ja, so ein bisschen kantig und glitschig und so. Ja, irgendwie. Ja. Ist nicht schlecht, also es macht ja Spaß, also ist gar kein Ding. Aber es ist halt so dieses, naja... So weit von dem, wo es jetzt im Early Access war, hat sich es nur auch wieder nicht entfernt. Ja, vielleicht können wir Timmy finden. Komm mal mit zum Flugzeug hier. Ich meine, hier hätte ich das gesehen. Mir ist sehr kalt übrigens. Wir müssen nach, wenn wir jetzt die Wasser gefunden haben, gehen wir mal zu uns nach Hause und legen uns mal schlafen. Sollen wir mal wieder Ausdauer voll kriegen. Okay, hier können wir Trinki. Oh, da müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen. Ja, aus der Quelle kommt dann was, oder wie? Ja, und hier, guck mal, ach, hier ist dann hier der See, der funktioniert. Ah ja, okay. Wenn du an den Rand gehst, dann kommt diese Lippe. Das hatten wir bei unserem alten Haus, ging das direkt an zu Hause. Ja, leider. Stimmt. Das ist aber auch nicht sauber. Der kotzt da schon auf. Hier kannst du aber noch ein paar Fische rausschnabulieren. Ach, die habe ich aber noch gar nicht, die Fische, die ich dabei habe, die habe ich noch gar nicht ins Feuer gelegt. Die muss ich jetzt meine alle lecker zum Trocknen aufgehängt. Ach, muss man die erst trocknen und dann ins Feuer legen? Oder wie ist nee, das? Ich schütte die nur dann. Hey, ist da gerade eine Mondfinsternis? Schau mal nach oben. Oh ja, ne, oder? Ja, oder sieht der Mond einfach so komisch aus? So, ab nach Hause und schlafen. Oh Gott, die Nachbarn kommen schon wieder. Ja, da gehen wir jetzt einfach ins Haus. Die werden schon nichts kaputt machen. Okay. Guckt ihr die normalen Filme in Anführungszeichen? Die eher harmlos in normaler Geschwindigkeit. Das dauert auch ewig, vor allem wenn ihr 5 Leute seid, die da gucken. Das müssen doch horrende Stundenzeiten sein für die Fernsehsender. Nee, es muss alles komplett einmal geguckt werden und geguckt werden. Aber bei Serien zum Beispiel werden immer nur 3 Folgen geguckt. Und wenn es Grund zu einer Beanstandung gibt, dann können Folgen nochmal separat geguckt werden. Aber man guckt jetzt nicht 10 Staffeln Friends.
Schade. Alter, hier ist mega das. Oh Gott, die wollen mich, die Schweine. Komm schnell nach Hause. So, ich kann ja. Ja, ich komm. Junge, komm nach Hause! Schwimmen können die nicht. Warte mal, ich schmeiß mal Zeug ins Feuer. Ich esse erstmal was. Stinker oder Nachbarn? So, das ist zum Beispiel mit dem Kaltwerden, das finde ich ganz gut mit dem Wind. Also, dass du das einfach dann durch den Wind auch hörst. So, ich schmeiß mal einen Fuffi da rein ins Feuer, damit das ein bisschen noch hält. Du hast nicht zufällig noch irgendwo zwei, ach, hier sind ja zwei. Zack. So. Ich weiß noch nicht genau, wie man jetzt... Alter, der Wind rastet ja total aus. Ach, du hast hier ganz viel Essen reingeschmissen, ne? Ich glaube, das verbrennt jetzt. Ja, es soll ja auch brennen. Also es soll eigentlich nicht verbrennen, aber es soll brennen. Brennen soll Essen. Ach, das ist ja scheiße. Wie blöd sieht denn das aus? Jemand fragt gerade, ob es... Scheiße, ich hab... Ja. Ich hab jetzt unser Haus kaputt gebaut. Kann man nicht mehr durch die Tür? Man kann nicht mehr durch die Tür, weil ich den Scheiß... ich wollte die Feuerstelle halt so schön daneben bauen, weißt du? Aber man kann durchs Fenster rein. Ach, das ist ja blöd. Ich dachte, ich baue halt diese Feuerstelle so ein bisschen da ans Haus ran. Ach, die Feuerstelle, das ist das riesige Ding. Das sah irgendwie anders aus. Von innen kann man raus. Kannst von innen raus. Kann man die abreißen? Kann man Sachen abreißen? Ja, irgendwie geht es. Also ich habe die Strukturbeschädigung angemacht. Aber vielleicht muss man es einfach zerhauen. Ach schade, ich ja, hab, das ja, hatte ich, kann's das hatte ich, das hatte ich mir schöner vorgestellt. Muss ich leider. Das ist kaputt. Oh, es geht aber leicht. Ja, jetzt haben wir das eine Million Steine hier drin. Das zerprallt, aber ich glaube, die Steine fallen dann auch einfach weg. Ja, die verschwinden dann. Ach so, dann habe ich mir das mit der Feuerstelle aber anders vorgestellt. Ich dachte mal, ich kann die so ein bisschen andübschen. Dann müssen wir die irgendwie ein bisschen neben das Haus stellen. Weil ich finde es nicht schön, dass dieses Lagerfeuer hier hinter dem Haus ist. Das ist irgendwie... Das hat keinen Stil. Oder? Findest du das schön? Ich finde das auch nicht schön. Ich baue hier noch ein zweites Trockengestell neben, dann können wir mehr Nahrung lagern. Ne? Finde ich besser. So, warte mal, habe ich hier noch irgendwas im Inventar? So, und dann können wir uns eigentlich auch mal schlafen legen. Hier kannst du jetzt noch dein Viehzeug dranhängen, wenn du noch was hast. The Forest, überleben mit Stil, mit Grummelfritz. Ja, so sieht's aus, ne? So, nochmal ganz kurz, ob Wattname hat gefragt, ob man die Sache nicht mit zwei- oder dreifacher Geschwindigkeit gucken muss. Nee, man muss das ja schon so rezipieren, wie es auch die Leute im Fernsehen sehen, gegebenenfalls Kinder und Jugendliche. Und es geht ja auch um die Atmosphäre, den ganzen Zusammenhang. Also zu Deutsch, auf einem kleinen Handy, während sie was zocken und in der doppelten Geschwindigkeit. Fernsehprogramm geht ja nicht mit doppelter Geschwindigkeit. ja, aber die gucken ja auch keins mehr. Also im Grunde genommen aus. Also ihr müsst es gar nicht mehr angucken, Fernsehen weil die Jugend das gar nicht mehr guckt, oder wie? Du siehst ja aus, was schleichst du denn hier so rum? Fernsehen wird schon noch viel geguckt, meistens nebenbei. Lass uns mal hier schlafen. Du noch sagen, dass wir schlafen wollen, dann wird abgeschlafen. Und dann machen wir mal kurz eine Pause. Wir machen jetzt mal kurz eine Pause, in der nächsten Folge geht's weiter. Okay. Bis denn. Gleich, ne?